Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 22. September. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen ja nach dem gestrigen Fed-Event hier durchaus mal wieder auf den US-Dollar-Währungspaar schauen, insbesondere hier US-Dollar-Yen. Ein sehr beliebtes Währungspaar nach dem täglichen Umsatzvolumen und natürlich auch hier zwei kapitalistische Mächte gegeneinander gestellt, sozusagen. Wenn man mal den US-Dollar und Yen sozusagen als einzelne Länderaktien betrachtet, sehen wir hier die Situation, dass der US-Dollar unlängst immer mehr unter Druck geriet gegenüber dem japanischen Yen. Wir sehen hier eine Aufwertung des Yens seit Anfang 2016, insbesondere mit Blick hier auf den Wochenchart. Hier das Währungsverhältnis, hier auch eine gewisse Topbildung schon seit 2014. Haben hier im Jahr 2015 zur Mitte im Juni das Hoch markiert und dann ging es hier mit tieferen Hochpunkten immer sukzessive weiter ab und ganz klar hier mit Bruch der Marke dieser Unterstützungszone hier um 116, 117 Yen ging es dann hier sukzessive weiter nach unten. Und Sie sehen, wir haben hier einen sehr, sehr sauber etablierten Abwärtstrendkanal, der auch hier mit dieser Unterstützung, die nunmehr doch auch wieder aufgegeben gilt, 101,30. Sie sehen hier dieses Horizontallevel, sehr, sehr schön aus 2013 herrührend bis 2014. Hier eine ganz, ganz massive Unterstützungszone. Dieses Level, und Sie sehen, das tut schon ein Stück weit hier Not, dass der Markt nicht ganz genau weiß, brechen wir jetzt durch oder nicht. Sie sehen das Tauziehen an diesem Level, aber wir haben hier negatives Down-Momentum und mit der aktuellen Wochenkerze sieht das auch nicht wirklich gut aus. Und insofern sehen wir hier eine gewisse Schwäche bei diesem Währungspaar. Der US-Dollar wird hier in Yen gehandelt und wenn der Yen eben stark ist, dann wertet das Währungspaar ab. Grundsätzlich kann gesagt werden, wenn die Marke von 100 Yen, das werden wir gerade im Tagesschart sehr, sehr genau sehen, aufgegeben wird, dann muss man mit weiteren Spikes nach unten rechnen und da scheint mir hier 98 Yen, Schrägstrich dieses Support-Level, eine Etage tiefer bei 97,08 rund hier auf diesem Niveau das nächste Unterstützungsniveau, was meines Erachtens durchaus erreichbar scheint, sofern der Trend eben nicht gebrochen wird. Man muss ganz klar sagen, wenn die Bullen es schaffen, hier weiter sich oberhalb der 100-Yen-Marke zu etablieren, zu halten, und das ist natürlich ganz genau im Sinne auch der Bank of Japan, die sind nicht interessiert an einem starken Yen, was auch hier schön zu sehen ist, eben seit dem Regierungswechsel Ende 2012, Anfang 2013, der Abenomics, als eben hier die Notenbankpolitik auch neu ausgerichtet wurde, kam es hier zu einer massiven Yen-Abwertung. Der US-Dollar performt hier entsprechend stark, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich in Mitte 2014 die Leitzinserhöhungen ja in Aussicht gestellt wurden, die ja auch schon vollzogen wurde. Und jetzt steht eben die nächste auf der Agenda und wir hatten gestern Abend den Notenbank-Event aus den USA. Und ja, Hintergrund ist der, dass hier doch das Komitee sich sogar schon drei Mitglieder für eine Leitzinserhöhung zu diesem gestrigen Termin entschieden. Wie gesagt, es kam nicht dazu, weil die Mehrheit eben dagegen war, aber es wurde schon gemutmaßt, November, Dezember könnte es tatsächlich dazu kommen. Das führte natürlich, und dann gehen wir mal kurz vom großen Chart in den Stundenchart. So. Da haben wir die gestrige Session. Ja, das führte hier zu kurzfristigen Movements. Wir haben hier übrigens die Bewegung aus der Nacht von der amerikanischen, sage ich schon, der japanischen Notenbank. Ja, also in der Früh gab es ja hier praktisch die Entscheidung aus Japan, eben im Sinne hier auch noch mehr zu tun als bisher in Liquiditätsmaßnahmen und auch den Markt weiter zu stützen und auch sehr, sehr flexibel zu sein in Sachen Volumen und weiterer Maßnahmen. Also es ist ein Stück weit tricky, kann man fast sagen. Aber hier wurde auf jeden Fall weiter auf das Gaspedal gedrückt für alle Fälle, dass eben hier die Maßnahmen weiter flexibel sein können. Hingegen die Notenbank aus den USA eben hier ein Stück weit, ja, man darf sagen, regressiver vorgeht und hier eben auch mit einer Leitzinserhöhung spielt und die dieses Jahr kommen sollte. Und man sieht, dass hier sozusagen das Abwärtsmomentum sich ein Stück weit relativiert hat über die Morning Session jetzt hier in dem asiatischen Handel. Und wenn wir in den Tageschart gehen, sehen wir, dass wir dies hier nahezu exakt von diesem Unterstützungslevel 100 Yen, Schrägstrich 100,30 Yen etwa, diese Supportzone hier, von diesem Niveau aktuell mit einer Hammerkerze daherkommen. So, wir hatten unlängst auch ein Short-Szenario, das sehen wir hier sehr schön, das nehmen wir jetzt mal entsprechend raus. Das ist gelaufen, also auch das Ziel wurde abgearbeitet, Chance-Risiko-Verhältnisse perfekt umgesetzt, also wirklich traumhaft. Passiert nicht immer, aber man muss eben hier nach Chancen suchen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es jetzt hier weiter? Grundsätzlich scheint eine, ja, Abwertung weiter möglich. Die dürfte sich hier mit Bruch der 100-Yen-Marke definitiv beschleunigen. Es ist aber aktuell anzunehmen,
dass hier zumindest erstmal die Bullen wieder versuchen, ein Stück weit Oberwasser zu gewinnen. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal eine Attacke in Richtung 102 sehen. Dann wird sich letztlich entscheiden, was passiert. Und das muss man engmaschig beobachten. Wie gesagt, jetzt ist erstmal ein Stück weit Pause in Sachen Zinsentscheidungen. Im Oktober haben wir keine Notenbank, beziehungsweise die amerikanische Notenbank wird erst wieder im November tagen. Und das wird spannend. Deswegen mal abwarten, was hier an diesem oder in diesem Level passiert. Tatsache ist, wenn die 100 Yen fällt, gibt es meines Erachtens relativ zügig Dips in Richtung 98, 97. Das müsste dann in jedem Falle so sich gestalten. Ich rechne kurzfristig aber wie gesagt mit einem Erholungseffekt um 100 Yen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da direkt durchbrechen. Wenn es denn hätte passieren sollen, dann wäre das meines Erachtens gestern passiert zu den entsprechenden Events. Da das nicht passiert ist, muss ich sagen, Moment, den machen wir mal grau den Fall, muss ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeiten für eine Gegenreaktion gestiegen sind. Und wenn wir eben hier diesen Abwärtstrend brechen, hier die letzten Hochs, und lassen wir uns da doch mal hier direkt eine kleine Horizontalwiderstandszone in den Chart holen. Ja, hier also über 102,50 etwa. Wenn das Währungspaar hier rausgeht, dann muss man sagen, haben wir sicherlich dann noch Potenzial zum nächsten Widerstand anzusteigen. Das würde dann entsprechend ein solches Bild abliefern. Gestern im Devisenradar-Webinar war ich mir noch ein Stück weit unschlüssig, aber nach längerer Bewertung der Lage, wenn man es mal so sagen darf, scheint mir hier die Situation gegenwärtig so am wahrscheinlichsten. Heute haben wir grundsätzlich, ja, zum Wochentag mal schnell einen negativen Tag. Das soll aber nicht interessieren. Ich wollte vielmehr die Saisonalität mal vorholen. Und da haben wir hier kurzfristig eine Schwäche, die sich jetzt aber ja, sehr marginal wieder nach oben positiv auflöst. Und schauen wir mal ein Stück weit vor in der saisonalen Historie. Ja, dann sehen wir, dass wir hier grundsätzlich eine leicht steigende Tendenz haben. Ende Oktober dann nochmal ein Dip und dann geht es wieder nach oben. Ein Seasonal Trade mit Start 20.09. vom Trade Miner signalisierte hier auch jetzt negativen Bias, aber ich muss jetzt unterstellen, mit dem aktuellen Abprall wieder oberhalb der 100-Yen-Marke scheint mir hier ein Stück weit positiver Bias denkbar. Also vor dem Hintergrund auch natürlich, dass die US-Notenbank hier eher restriktiv scheint mit ihrer Geldpolitik und eben die Leitzinsen anheben will. Ob es so kommen wird, das warten wir mal ab. Aber Japan eben genau das Gegenteil macht. Und das ist eben jetzt was, wo ich meine, das Währungspaar müsste auch unter fundamentalen Gesichtspunkten jetzt erstmal nach oben drehen. Das wird leicht auch, wie gesagt, von der Saisonalität gestützt. Insofern ganz, ganz schöner Bias und schaut grundsätzlich ganz gut aus. Ansonsten will ich nochmal darauf hinweisen, dass wir die Gebühren bei JFD Broker gesenkt haben mit Beginn des Septembers. Sie handeln jetzt die Lot für 5,50 € oder eben ein Mini-Lot für 0,55 Cent. Das ist natürlich der Knaller. Also insofern schauen Sie mal vorbei, machen Sie sich ein Bild von uns und testen Sie vor allen Dingen unsere Fairness, Transparenz und absolute Unabhängigkeit. Wir handeln nicht gegen Sie. Also wir sind kein Market Maker oder dergleichen. Überdies möchte ich ankündigen, dass morgen das Devisenradar ausfallen wird. Kurzfristig bedingt der Urlaub. Ich werde dann erst wieder am Montag für Sie da sein. Wünsche aber trotzdem natürlich frohes Gelingen heute, frohes Gelingen morgen und vor allen Dingen ein schönes Wochenende vorab. Wenn Sie mögen, hören wir uns alsbald wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.